willkommen zu einer weiteren Folge von mir mit einem Kollegen. Das heißt, wir machen nichts Böses, wir reden miteinander. Heute habe ich einen lieben Kollegen zu Gast, Thomas Schmidt. Er kommt aus Köln. Wir spielen hier in Hannover gerade gemeinsam ein paar Shows. Jetzt plaudere ich mit ihm. So, da bin ich in Garbsen. Ich sitze hier in dieser wunderbaren Bank beim Globotel mit dem Kollegen Thomas Schmidt. Oder darf man nicht rausschlagen, dann wackelt das schon. Okay, das soll man nicht machen. Thomas, du bist Stand-Upper und du bist jetzt knapp über 30. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ich komme ja ursprünglich aus Solingen. Okay. Und da gab es jeden Mittwoch den sogenannten Comedy Punch Club. Kenne ich, war ich auch mal. Habe ich sogar moderiert zweimal. Ich glaube, da habe ich Easy mal gesehen. So das war das erste Mal, dass ich früher gegangen bin, ja. Die Jungen, lustig. Nee, ich bin tatsächlich da mittwochs immer hingegangen mit meinem Bruder, um ein paar Bierchen zu trinken und das zu gucken. Und das war so nah, man kannte Comedy nur aus dem Fernsehen und das war so live nah. Und es waren auch Leute, die halt mal probiert haben und nicht immer gerockt haben. Und da habe ich gesagt, mein Gott, das ist so interessant, ich will da auch stehen. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, komm, machst du mal einen Termin und ja. Und wie war der erste Auftritt von dir? Der allererste war gar nicht so schlecht. Also er war sogar relativ okay. Okay. Ja, und dann kam irgendwann der zweite und ja, so nahm das seinen Lauf. Super. Vorab noch, wir haben deswegen Sonnenbrillen auf, weil wir den ersten Sommertag genießen. Es ist echt Sonne, es ist nicht eine Unhöflichkeit. Außerdem sehen wir beide cooler aus mit Sonnenbrillen. Ganz genau. Ja. Also du machst das jetzt ein paar Jahre, du machst inzwischen nur mehr das, hast du gesagt. Du genau. Hast zwei Ausbildung gemacht und auch Job gehabt, aber im Prinzip sagst du, mit wenig Lebenskosten geht's. Auf jeden Fall, ja. Also jetzt seit einem halben Jahr, gutes halbes Jahr. Funktioniert es ganz gut. In der WG leben, nicht viel Geld ausgeben, dann passt das schon. Und wo soll es hingehen? Ach, kann so bleiben. Da bist du auch einer, sagt aber ich möchte 5 Jahre in einer Halle spielen vor 12.000. Ich weiß schon nicht, dass man das ablehnen würde. Nee, das will genau, ich gar nicht, ich, das aber nicht, aber... Ich glaube, für mich ist wichtig, dass ich da zu 100% immer hinterstehe und dass das immer Spaß macht und dass ich rausgehe und wenn da 60 sitzen oder da sitzen 500, das muss für mich immer geil sein. Und was sind jetzt deine Comedy-Themen? Wo sagst du im Leben, das muss ich erzählen? Fallen dir einfach Dinge auf oder? Ja, so ist das. Ich laufe durch die Gegend und wenn ich irgendwas sehe, was Komisches oder so, hole ich mein Handy raus, schreibe mir eine Notiz, gucke das dann ein paar Tage später nochmal an, was fällt mir darüber ein, was ist lustig, was ist skurril, was passt da nicht zusammen. Also ich habe auch kein Thema oder so. Also ja, aber ist das dann meistens auch lustig, was du als lustig empfindest? Für mich ist es dann lustig. Okay. Und wenn für die Zuschauer? Dann hast du Erfahrung. Manchmal tatsächlich auch. Okay. Kommt vor. Ja. Du hast ja sehr witzig. Ich bin ja 30 Jahre mit meiner Frau zusammen. Thomas ist noch nicht ganz so weit. Aber es könnte daran liegen, er hat mir eine interessante Methode erzählt, mit der er ausfiltert, ob eine Frau zu ihm im Leben passt. Ich habe die so faszinierend gefunden, dass ich gedacht habe, die muss ich mit euch teilen, damit ihr wisst, wie junge Männer ab 30 im Moment die Damen einschätzen oder bewerten. Also Thomas, was ist dein Bewertungskriterium für eine Frau? Und zwar sofort, von Anfang an, ob es mit der klappen wird oder nicht. Soll ich das mit dem Witz erzählen auch? Das heißt, das erzählen, ja. Also wenn du es nicht möchtest, ich zwinge niemanden dazu. Der Witz könnte übel sein. Also, ja, du musst einmal anfangen. Worum geht's denn? Was ist wichtig? Also das Allerwichtigste ist die Stimme und die Lache. Also wenn ich einen Witz mache und sie lacht, dann muss mir diese Lache, diese Art der Lache gefallen. Das heißt, sie muss aber grundsätzlich schon einmal dich lustig finden. Auf jeden Fall, ja. Weil sonst geht's gar nicht. Also wenn sie einen anderen Humor hätte, würdest du auch die schönste Frau der Welt von der Bettkante werfen. Auf jeden Fall. Es muss. Das ist, ich kann ja nicht, also wäre ja schlimm, wenn ich einen Witz mache und sie sagt dann, mein Gott. Und was muss sie kennen? Es gibt ein Ding, ein Produkt, das sie kennen. Ja, okay. Sie muss die Chili Cheese Nuggets kennen von Burger King. Das ist wichtig. Die Chili Cheese Nuggets, das ist diese Käse in Fettmantel. Und jetzt, die muss sie kennen. Und wenn sie die genau, kennt, jetzt ja, reite ich dich richtig rein. Jetzt ja, kannst du den Witz auch erzählen. Okay, das ist, du bist es schuld. Das ist, ich habe immer gesagt, wenn man diese Dinger kennt und wenn man die isst und wenn einfach, ich sag da mal so, wenn Kinder in der dritten Welt diesen Chili Cheese Nugget essen würden, dann erst wüssten sie, wie beschissen es wirklich geht. So, Nico wäre schon mal genau mein Typ. Für seine Freunde. Okay. Also ich hätte keine Chance, weil meine Frau findet zwar grundsätzlich ganz witzig, was ich mache, aber wenn ich so Witze oder Gags erzähle, ist im seltensten Fall lacht sie. Also das wäre für mich schlimm. Ja, aber vielleicht, ne, sie lacht ja über vieles in meinem Leben, aber jetzt nicht über das, was ich unbedingt auf der Bühne lustig mache. Lacht sie nach dem Sex? Nein, da weint sie. nein, aber ich glaube, also Humor ist schon, es gibt es in vielen Arten. Und meine Frau hat, wie wir beide immer sagen, Freundinnen oder Frauen von uns müssen ja Humor beweisen, sonst wären sie gar nicht mit uns zusammen. Das stimmt. Meine macht das seit 30 Jahren. Aber ich weiß ganz sicher, ich mache Witze, da weiß ich, das findet sie einfach nicht komisch. Humor versteht sie gar nicht. Nicht intellektuell versteht sie schon, aber sie findet es nicht lustig. Und bis jetzt war das kein Problem. Aber ich finde das interessant, wie du das machst.
Wobei nicht, dass irgendwann auch der Punkt kommt, dass man sich dann nicht mehr die, also dass das dann zu krass wird. Also jetzt überleg mal, wenn du einen hast, die den Humor und... Nur, eigentlich nur den Humor liebt. Und dann hast du ein scheiß Programm und dann ist aus. Genau. Oder, sie, oder du kannst keine Witze mehr machen und sie sagt, komm, gib mir noch einen. Und du kannst halt nicht mehr dran. Das ist eigentlich auch schlecht. Im Bett. Oh Mann, jetzt muss ich alles überdenken. Ja, pass auf, ich habe ja noch eine Frage, die... Also ich habe noch ein Thema, das ich spreche es kurz an und du musst dir sagen, ob das, du sprichst es auf der Bühne auch an. Du wirkst viel jünger, als du, als du bist. Also du bist jetzt 32? Genau, 32. 32. Bei mir ist es ja Gott sei Dank, jetzt gebe ich mir selbst ein Kompliment auch so, dass die Leute mich meistens etwas jünger einschätzen. Das stimmt. Das wird dir zum Vorteil. Aber war das in deinem Leben wirklich so? Ist dir das irgendwann mal aufgefallen oder auf den Nerv gegangen? Oder was passiert, wo du gesagt hast, die nehmen mich alle nicht für voll? Nö, so nicht. Mir ist es einfach nur aufgefallen. Also es ist wirklich so, dass ich irgendwann mal echt an der Kasse stand. Ich war, weiß nicht, 24, wollte mir einen Radler kaufen bei so einem schönen Wetter. Und die Frau sagte einfach Ausweis und ich hatte keinen dabei. Und das war einfach so, ich denke, Alter, für einen Radler, das ist quasi fast Cola. Und es war dann irgendwie, es gab halt immer so Situationen im Kino oder Disco oder so. Und das war halt immer gegen, aber es hat mich nie wirklich genervt. Also es war immer so, meistens habe ich meinen Ausweis dabei und freue mich dann ganz über witzig. Das Kompliment. Genau, wollte gerade sagen, am Ende also, ist es ja, irgendwann wird es ja zum Kompliment. Absolut, also wenn du irgendwie ein Videospiel kaufst ab 18 und die sagt im Saturn, ist ihr Ausweis und ich bin 32, dann ich so, okay, Entschuldigung. Also von da, ich sehe das eher lustig und entspannt und wie gesagt, wenn ich 50 bin, dann sehe ich wahrscheinlich so aus wie du da noch und ja, die Frage, ob das gut ist. Ja, ja gut, also dann habe ich den Akzent, den kriegst du nie hin, mein Freund. Ich trainiere es mir an. Naja, ich habe eine Frage, die stelle ich immer allen Kollegen und die meine ich auch möglichst allgemeingültiger. Da geht es nicht darum, die Antwort ist nicht, weil es auf der Bühne läuft oder weil ich super Show spiele, sondern meine Frage ist immer, was macht dich glücklich? Also was sind so Momente im Leben, wo du irgendwo sitzt und plötzlich denkst, mir geht's eigentlich gut. Und es kann alles sein, es kann zu Hause sein, Chips essen, was auch immer. Gibt es da was, was dir sofort in den Kopf kommt? Oder bist du selten glücklich? Nö, das eigentlich nicht, aber es gibt kein konkretes, also ich kann nicht sagen, ich trinke mir jetzt einen Kaffee und dann bin ich glücklich. Es muss so eine Verkettung aus verschiedenen Sachen sein. Also es muss irgendwie, weiß nicht, ich habe tatsächlich letztens einen euphorischen Moment auf der Autobahn, ich fuhr mit 140 Sachen, die Musik passte, Fenster war auf, ich hatte einen Kaffee dabei und in dem Moment waren dann auf einmal so, als wenn dann so, alle Verbindungen waren auf einmal positiv. Und dann habe ich gemerkt, so, es kam so ein euphorischer Moment und dann fühlte ich mich einfach gut. Also es müssen mehrere Sachen schon stimmen, aber im Endeffekt ist das so, dass ich den Kopf frei habe und so ein bisschen Ruhe habe und mich hinsetze und merke, so gerade ist irgendwie alles eigentlich gut. Ruhe. Also du hast keine spezifische Sache, also da, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. So ganz genau kann man das nicht. Mal ist es so, da sitze ich vor meiner Konsole oder was und spiele ein bisschen, dann freue ich mich. Aber manchmal ist es auch einfach nur... jetzt hier zu sitzen, Sonne und ich habe einfach Ruhe. Ich glaube, Ruhe ist ganz wichtig. Wenn man echt so einen ruhigen Moment hat, man weiß, ich habe die nächsten zwei Tage, muss ich mich mit nichts beschäftigen und kann draußen in der Sonne sitzen, Kaffee trinken. Das ist ein Luxus heutzutage. Absolut, ja, ja. Ja, klar. Aber wer es gesagt hat, das möchte ich auch noch, im anderen Video kommt es eh vor, er kommt, dass ich der erste Comedian, den ich kennengelernt habe, der zu einer Tour gekommen ist. Ich muss sagen, wir sind hier vier Tage. Also wir sind untypisch im gleichen Hotel. Das ist untypisch. Normal müssen wir immer aus- und einchecken. Aber er kam nicht nur mit einer Spielkonsole, sogar mit eigenem Monitor und hat jetzt in seinem Zimmer einen Monitor aufgebaut. Xbox ist das? Eine Xbox 360. Eine Xbox One S. One S. Die Gears of War Special Edition. Und was ist dein Lieblingsspiel? Oder wo bist du wirklich super, wo du sagst, da bin ich auf echt Level? Titanfall. Titanfall ist mein... Keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Das ist ein Shooter. Ein schneller Shooter. Okay, aber in welcher Zeit spielt das? Oder? In der Zukunft. Das ist ein Future-Shooter oder sowas, ja. Ja, er ist nämlich im Nebenzimmer. Der Vorteil ist, wenn ich ihn stöhnen höre, hat es eben nur mit dem Spiel zu tun. Er ist gerade erschossen worden und sonst nichts. Ja, Thomas, du, ich wünsche dir alles Liebe der Folge. Ich habe dich ja gestern zum ersten Mal in der Bühne miterlebt. Gemeinsam waren wir da. War total lustig. Also danke, ich habe das bewundert. Das war super lustig. Und freue mich, wenn wir uns öfters sehen. Und danke, dass du jetzt die Zeit genommen hast. Aber jetzt haben wir Zeit. Ja eben, wir haben Zeit. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt ist er glücklich. Ja. Und er ist einer der wenigen unter 50-Jährigen, die in Wahrheit so essen müssen wie ich. Er hat schon Anschiss bekommen von der Ärztin für die schlechte Ernährungsmethodik und Getränkemethodik in der Comedy-Branche. Also wir müssen beide. Wir waren halt beim Subway, aber er hat vegan gegessen. Ich musste. Ich sage mal Leber und Leber lassen. Ne? Genau. Also dann vielen Dank, Thomas. Nochmal, war mir eine Freude. Amen. Ja, cool. Freunde, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.